Ich geh über das Limit. Mein Können ist so grenzenlos, sie brechen nie meinen Willen. Lass mal die Filme, mach dir nichts vor, ich kann nur noch gewinnen. Jetzt ich geh über das Limit. Shake it down. Mein Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy. Und erstmal fettes Dankeschön an die Leute, die das 2500 Abo-Special von mir angeschaut haben und fleißig kommentiert haben. Und für die Leute, die es halt nicht bis zum Ende angeschaut haben oder nur kurz reingeschaut haben, verstehe ich vollkommen, weil eine halbe Stunde so ein Video anzuschauen ist natürlich lang. Und für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, die ganzen anderen YouTuber und meine Leute um mich herum nicht kennen, war es vielleicht irgendwann mal zäh und haben dann abgeschaltet. Finde ich auch gar nicht schlimm. Trotzdem möchte ich mich an alle bedanken, die es bis zum Ende angeschaut haben und fleißig kommentiert haben. Und zu diesem Video jetzt, ich habe den ja Ende Februar schon mal gefunden und hochgeladen und dachte mir, jetzt muss ich aber nochmal hochladen, weil sich einfach meine Abonnentenzahl sich verdoppelt haben und ich damit zwei neue Varianten rausgefunden habe. Erstens, wie ihr die Mauern in die Reifen leichter bekommt, dass es einfach ein bisschen einfacher für euch ist, und wie ihr, oder was ihr machen müsst, damit der Monster Truck nicht nur so ein bisschen rumbackt, so als Breakdance habe ich ihn dann damals genannt, sondern jetzt habe ich es hinbekommen, dass er wirklich in die Lüfte fliegt. Und das dachte ich mir, hey, das muss ich euch zeigen, das darf es nicht vorenthalten. Und ich hatte noch Bock, richtig was Geiles mit dem Rockstar Editor zu machen. Und deswegen wird das Video größtenteils mit dem Rockstar Editor euch gezeigt. Und was ihr jetzt dazu machen müsst, also am Anfang möchte ich sagen, der Jodel war dabei, als ich das rausgefunden habe, dass er da wirklich in die Lüfte kommt. Und der Zebo war jetzt noch am Schluss dabei bei den letzten Aufnahmen. Und zwar, wie ich jetzt euch im Video zeige, müsst ihr euren Monster Truck einfach so hinstellen, wie ich das jetzt mache. Und einfach Vollgas dagegen fahren, dass ihr die ganzen Platten quasi in die Reifen reinbekommt. Also ihr müsst nicht mehr wegfahren, so wie bei der ersten Version, sondern ihr müsst einfach nur Gas geben, dann, ja, sind die Platten quasi auch in den Reifen. Und wenn ihr es schafft, wie ich das jetzt euch gerade zeige, dass ihr die zwei Platten in die Reifen reinbekommt, und ihr seht es gerade, es sind wirklich zwei Platten, dann fliegt ihr wirklich in die Luft. Also das ist richtig geil. Also klar, wenn ihr nur eine Platte reinbekommt oder einen Zaun, dann ja, macht ihr wie so ein Breakdance oder sowas. Aber wenn ihr es schafft, zwei Platten reinzukriegen, dann hebt ihr richtig weit ab. Und es ist richtig geil, weil es halt mega Spaß macht, weil das Auto dann völlig außer Kontrolle ist. Und das dachte ich mir, ich muss es einfach euch nochmal zeigen, weil ich den Glitch so feier. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich den schon mal gezeigt habe. Auf jeden Fall, ich möchte euch nochmal kurz, ich blende euch unten nochmal eine TeamSpeak IP ein, weil der Luchi, Butterfly Mods und ich haben uns einen TeamSpeak Server organisiert. Butterfly Mods hat das alles schön eingerichtet. Der Link zum Luchi Nummer 1, Butterfly Mods, sind unten in der Videobeschreibung, und die IP vom TeamSpeak, die seht ihr unten. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen, wir sind ab und zu mal drin, dann könnt ihr mit uns quatschen. Ja, ganz normal, wie man es halt macht, ne? Alles klar. Das war's in diesem Video schon, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut, ciao.